Sie stören in einem nicht tolerierbaren Maß unsere naturgegebene Selbstheilungskräfte und schädigen unser Immunsystem in nicht überschaubar erschwerender Art. So gesehen erschweren Chemtrails ausgebrachte Partikel unsere energetische Entwicklung und berauben uns unserer Gesundheit. Wir kommen noch darauf zurück. Warum ist das? Man sagt, das Ziel eben von einer gewissen umstrittenen, möchte gerne Weltmachtregierung oder wie man das auch nennen will, es gibt verschiedene Namen für die, ist die Menschheit mit mehr als 6 Milliarden Leben auf einen Nenner von 500 Millionen zu bringen. Die Marksteine, Lehrsteine von Georgia, Georgia ist in Amerika, hat enthüllige also und eindrückende Indizien, die dafür sprechen. Jetzt ist die Frage, ist Aerosol-Crime, also da das Verbrechen, das in der Luft stattfindet, ist das auch ein Mittel dafür, um das Volk zu reduzieren? Das würde noch einen eigenen Vortrag geben, warum will man das Volk reduzieren? Also vielleicht noch zum Sehen, oder? Du sagst, das sind noch Mächte am Tor, die nicht gut für die Leute wollen. Die haben das eben dort in den Stein eingemeißelt, wo wir jetzt gerade sehen werden, und manifestiert, oder? Es geht ums Manifestieren. Die Idee, die die Leute haben, ist hier eins zu eins im Blöck eingemeißelt und es steht da. Es ist nicht einfach nur gedacht, es ist manifestiert da und muss jetzt energetisch wirken, oder? Die planen das natürlich schon lang voraus und das ist ein Grundstein, um dann weitergehen können. Der wirkt immer und immer, solange dort steht. Oder? Das hat vor 100 Jahren schon Pläne gegeben. Und die sind protokolliert worden. Und das ist, ich will nicht mehr im Moment darauf eingehen, man kann später noch darüber diskutieren. Und ich habe das nicht nur durchgelesen, ich habe das studiert und umgeschrieben, ins Positive umgeschrieben, der ganze Protokoll. Und man kann sagen, dass über 90% bis 95% schon verwirklicht worden ist. Also ich glaube, die Protokoll kennen, können das bestätigen. Man sagt, die Protokolle sind eine Fälschung. Und mir hat ein Jurist gesagt, ja, Kurdin, eine Fälschung. Kann es nur geben, wenn das Original rum ist. Sonst kann es gar keine Fälschung geben. Aber wo ist das Original? Wo ist das Original? Gut, ja. Aber das, ich glaube, das Thema dürfen wir da gar nicht ansprechen im Moment. Also, man kann es nachher noch im geschlossenen Rahmen ansprechen. Die Tatsache ist einfach, das, was in einem Protokoll steht, ich habe ja die schon im Internet seit mehreren Jahren, seit 8 Jahren schon im Internet drin. Es ist einfach, alles, was drin steht, passiert 1 zu 1. Da braucht man also nicht zu diskutieren, ist es echt oder ist es nicht echt, ist es eine Fälschung oder ist es Original oder was immer. Es ist einfach, was drin steht, passiert täglich. Nun, sie hätten eine Zeitmaschine gehabt, wären hierher geflogen, um das alles zu sehen, was jetzt ist, und wieder zurückgeflogen, 100 Jahre zurück, um das aufzuschreiben. Das ist ja alle unlogisch. Also es ist ein Plan da, den sie durchgezogen haben. Ich bin dann natürlich nach Georgia gegangen und habe voll Energien in die Stadt hineingeschickt, oder? Ja, eben, wir atmen die Nanopartikel ein. Wir tun sie auch über das Wasser hinein, wir tun sie auch über die Lebensmittel hinein, ob Bio, Demeter, was auch immer. Wir nehmen sie ein. Die haften an unseren Lungenoberflächen, ohne dass sie automatisch wieder ausgescheidet werden. Da würde ich gerne etwas dazu sagen. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, dass vor einem Jahr, im letzten Frühling, in der Surselva sehr viele Kranke waren. Sie hatten alle Bronchitis gehabt. Sie mussten zum Teil sogar Klassen schliessen. Und ich habe das analysiert, weil ich mich sehr intensiv mit der Meteorologie befasse und weil ich interne Informationen aus dem Internet habe. Das war also so gewesen, dass sie dort besonders stark gespürt haben über Deutschland. Ist eine Nordströmung gewesen gegen die Schweiz und zugleich eine Südströmung von Italien gegen die Schweiz. Und in der Surselva hat sich das irgendwie gestaut und abgesetzt. Wir haben also in der Surselva extrem viel von diesen Giften gehabt. Meine Frau und ich, wir sind wochenlang so krank gewesen, dass wir kaum haben richtig leben. Eben, das sind Schädigungen. Das sind Tatsachen. Das sind Tatsachen. Und Schädigungen von den Atmungsorganen, vom Blut und vom Hirn und natürlich von anderen Regionen, vom menschlichen Körper. Nicht nur vom menschlichen Körper, ich rede von allem Leben auf Planet Erde, sind so gesehen vorprogrammiert. Fauna, Flora, Wasser, Atmosphäre und die mineralische Welt nehmen die Giftstoffe auf.
Alles das dient uns Menschen zur Ernährung, zum Leben und zum Dasein. Eben, sozial. Eben, ob man Fleisch isst, ob man vegetarisch ist, ob man veganisch ist oder ob man Lichtnahrung, rein noch mit der Lichtnahrung nimmt, das ist gar nicht von Bedeutung. Das Problem ist da, glaube ich, schon, dass eben Luft, leerer Raum haben wir relativ wenig, oder? Also alles kommt mit Luft in Verbindung. Und wie die Substanzen, die wir drin haben, sind ja eben das Bariumsalz, oder? Dann ist es Aluminium. Und Schwefeldioxid. Und jetzt auch vom Bariumsalz weiss ich zum Beispiel, dass wenn man das einatmet, dass das die Eigenschaft hat, dass das Kalium raubt. Und unser Körper funktioniert so. Zellfunktionen sind auf Natrium-Kalium-Pumpen aufgebaut. Und wenn das Kalium fehlt, dann kann es nicht mehr recht funktionieren. Zum Beispiel. Also die Zellatmung wird behindert. Ja, ganz genau. Oder ja, in den Membranen, oder, dass das kein Austausch stattfindet, ist das eine Natrium-Kalium-Pumpe, sagt man dem. Und beim Aluminium weiss man, Aluminium ist eine Substanz. Wir haben so eine ganz gute Sache, eine Blut-Hirn-Schranke. Und die Blut-Hirn-Schranke, die soll bewirken, dass der Giftstoff eben nicht ins Hirn gelangt und dort keinen Schaden anrichten, oder? Jetzt gibt es aber gewisse... Auch Bakterien und Viren, ja, sollten nicht hin. Genau. Jetzt gibt es aber gewisse Sachen, wo die Blut-Hirn-Schranke umgehen können. Und dort dazu gehört eben auch das Aluminium. Alle Nanopartikel. Alle Nanopartikel. Und vor allem durch Handys, wenn man das Handy am Ohr hat, ist es für 3 Stunden ist der Kanal offen, dann geht es ins Hirn auf. Das ist bewiesen von Wissenschaft. Also Handys. Also das nur so ergänzen. Ja, nur so ergänzen. Gut, wir gehen da weiter. Die angesprochenen schleichenden. Bitte? Die angesprochenen schleichenden Vergiftungen sind kein Grund, den eigenen Kopf in den Sand zu stecken. Es gibt für die viel beschriebenen Vergiftungsarten sind heute bereits Hilfe- und Ausleitungsrezepturen da. Also das ist auch unser Hauptthema heute Abend. Ich möchte hier wirklich nur mal die Flamme zeigen, dass es brennt. Ich möchte auch keine Angst machen. Es ist für mich ein Schock am Anfang doch. Aber im zweiten Teil haben wir da wirklich ganz viele gute Informationen, die wir können bringen können. Ja, dass man auch ruhig reingehen kann, dass das also nicht so Angst macht. Ich habe auch noch DVDs zum Thema. Jetzt, was sind denn noch neben die Chemtrails? Man sieht hier schon, also ich gehe nachher noch drauf ein. Ich möchte hier vielleicht einmal 2 Filme davon zeigen. Oh! Das sind keine Kondensstreifen, unmöglich, oder? Weil ein Kondensstreifen entsteht nicht direkt an der Turbine. Dort sind 800 Grad. Ein Kondensstreifen, das ist gefrorener Kohlenstoff, oder? Und das entsteht erst, wo es gefroren ist. Ein gefrorener Wasserstoff. Ja, gefrorener Wasserstoff, danke, Entschuldigung. Und das kann nicht an der Turbine passieren, unmöglich. Das ist rein physikalisch nicht erklärbar. So etwas. Und der Herr Nauser hat mir gesagt, dass das chemische Streifen sind. Also einer, der wir zahlen mit unseren Steuergeldern, lügt mich da, nicht nur mir, lügt uns alle total an und erklärt uns für dumm. Nicht? Aber ich habe auch Zeit, ich arbeite nur 50% und habe wirklich Zeit, dieser Sache nachzugehen und studieren, das ist eigentlich schon 3 Jahre, mehr oder weniger. Recht intensiv. Also nicht, dass das nur das meine Themen sind, aber es liegt mir viel am Herzen, um das euch überbringen. Da werden nicht nur... Ja, schauen, die haben die eins gekifft vorher, oder sind die Stock gesoffen, irgendwas wird gestartet? Oder ja, alles Problem und haben müssen umdrehen. Ja, irgendwas wie ein böser Geist in der Luft gewesen. Also man fragt sich, was das soll. Nicht? Und wir sehen hier Satellitenbild, also es ist wie eine Spinnenvernetzung. Alles nur so Streifen. Und man sieht auch, wie sie sich ausbreiten. Da sind sie das jetzt noch ausbauen. Nicht? Da ist es schon passiert. Da sieht man auch von unten rauf wieder. Das sind dann wieder aus diesen Schwermetallen. Das hat man früher nicht gekannt. Das ist die Sonne, die drin spiegelt. Das gibt dann wie Regenbogenfarbe. Das sieht noch schön aus, abgesehen davon. Aber das ist nicht natürlich. Das ist jetzt auch gerade beim Monden. Ja. Ihr denkt, heute hat man gesehen, wie ein zweiter Leuchtkörper, oder? Ja. Am Himmel. Heute ist auch ganz gewaltig ausgetragen worden. Ganz verrückt.
Als ich heute Morgen Freelance arbeiten ging, habe ich gedacht,